Hey Bounty hier, was geht? Heute starten wir in Sand Morning. Die Map sieht einfach viel zu schön aus, deswegen wollte ich das mal kurz zeigen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich erledigen wollte in Azria. Es gibt ein Outfit, das ich mir kurz erfarmen will. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Man sieht, ich habe 2460 von den Seals. Ich brauche noch ungefähr 500. Das machen wir kurz bei den Christmas Princes. Hier waren wir ja schon beim letzten Video. Ich werde mir so ein Outfit erfahren. Es ist jetzt nicht irgendwie was crazy Besonderes. Aber wie gesagt, für die Kollektion ist ganz okay. Und als nächstes müssen wir dann diesen Questbalken füllen, damit wir einer von den 400 Spielern sind, die dann Geschenke bekommen. Aber ich weiß gar nicht. Da gibt es auf dem Server gibt's echt paar Suchtis. Die haben bestimmt schon alles eingesackt, was man bekommen kann. Weil da stand irgendwas mit, die Top 400 kriegen diese Christmas-Dinger, die man dann umtauschen kann. Und dann gibt es noch Geschenke für Top 50 und so. Aber dieses Christmas-Event läuft ja schon seit ein paar Tagen. Ohne Spaß. Ich glaube, da habe ich gar keine Chance mehr. Eines der Dinge, die man so bekommen kann, sind so neben kosmetischen Sachen, Emblems und so, kann man bekommen Event-Token. Das ist wertvoll auch. Sehr beliebt bei den Spielern. Was ich auch gesehen habe, also in Forsaken Flight gibt es eine Option, dass man einen Scroll bekommt. Der heißt irgendwas mit Custom Emblem. Und dann kann man den Entwicklern dann sagen, ich will. Ah, ich habe mein Schild vergessen. Ah ja. Dann kann man denen sagen, ich will so und so ein Design. Und dann machen die das. Das ist voll krass, oder? Weil ich habe einen gesehen, der die ganze Zeit darüber shoutet. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Item übelst teuer ist. Also Christmas Event, gerade die Sachen, die man erfahren kann, die sind richtig billig. Es ist jetzt nicht so ein Event geworden, wo man richtig crazy farmen kann, finde ich bis jetzt. Ich glaube, eines der guten Dinge sind, dass eben Double XP Event kommt. Und wenn man einer von den Top 400 Spielern ist. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen schwer eigentlich da. Wie gesagt, ich glaube, ich krieg das gar nicht mehr hin. Ich hätte wahrscheinlich am ersten Tag schon alles farmen sollen. Und den Weihnachtsmann. Die Weihnachtsmann-Questreihe muss ich noch beenden. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Also die Seals zu farmen, das geht so schnell. Wahrscheinlich sind deswegen die Items irgendwie nichts wert. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie auf Massen Power-Ups kaufen soll. Zum Beispiel Octopus. Ne, nicht Octopus, das war auf dem Office Life. Hier kann man bekommen. Oh doch, das war doch Octopus und Korn. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie. Dass man da gut Geld verdient. Also das Allerbeste für mich wäre jetzt bis 50 zu leveln. Dann kriege ich ja noch pro Level Up kriege ich dann vielleicht, ich glaube, das waren jetzt ungefähr 20 Chipperien. Dann bin ich locker über 600. Und das Coole auch hier in Azria gerade ist über Weihnachten, dass man mehr Forsaken Chips bekommt. Ich glaube, man bekommt 6 pro Monster, kann es sein? Normalerweise bekommt man ja 3. Ja, ich glaube schon. Ah, ich könnte auch mein Pet ändern. Aber ist okay. Zum Beispiel dieser. Wie heißt er nochmal? Dragoran. Der gibt mir nur 15% XP.
Der andere gibt 25. Aber so ein Suchti bin ich jetzt auch nicht, oder? Dass ich da wegen 10%. Hallo. Ey, dieses Video ist auch scripted. Wie kann es sein, dass ich angeschrieben werde, wenn ich ein Video mache? Oh lol. Das ist 100% gescriptet, Kappa. Was soll ich denn da schreiben? Ich bin eh gleich fertig, bald. Dann können wir mal ein bisschen unterhalten. Ich frage auch öfters die Leute, wie sie eigentlich angefangen haben, Flive zu spielen, auf welchen anderen Servern sie spielen, wie kommen sie eigentlich auf Forsaken Flive. Wichtigste Frage ist auch immer, ob jemand Offi Flive spielt. Das Ding ist, ich spiele ja schon gerne beides. Jetzt kommt ein großes Aber. Offi Flive ist ein bisschen langweilig. Aber nur ein bisschen. Da habe ich das Gefühl, da verändert sich gar nichts. Zum Beispiel an Weihnachten oder Halloween in Forsaken Flive, ne? Die haben die neuen Maps gemacht. Nur schon, dass man diesen Princess Christmas Mützen aufsetzt, den ganzen Monstern. Warte mal. Ich glaube, eine wichtige Frage wäre gerade, die ich klären will, ob die Mammuts auch Mützen haben. Ah, schade. Ah, warte mal. Die haben Mützen auf den Hörnern, oder? Lol. Die haben wirklich. Das ist aber schön. Da gab es so diesen einen Kinderfilm, oder? Wie hieß denn der? Ice Age. Okay, das sieht richtig gut aus, finde ich gerade. Haben die schön gemacht. Wir müssen mal zurück zum NPC. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendein falsches Ding kaufe. Aber ich meine, 3000 Seals habe ich recht schnell bekommen. Guild Siege Warrior. Da hat mir die Suit gefallen, weil ich mag so ein bisschen so Rittersachen, mag ich schon sehr eigentlich. Aber wie gesagt, ich werde nur die Suit verwenden. Die sieht gerade nicht so gut aus. Müssen wir ein paar Veränderungen vornehmen. Jetzt wird es ein bisschen besser. Ah, mit dem Shield vielleicht. Ich leuchte gerade nicht. Das ist sehr wichtig in Flife, dass man leuchten muss. So. Ist okay. Für die Sammlung ist es okay, weil ich habe noch nie einen Skin gesehen. Irgendwie so rittermäßig in Flife. Ist okay erstmal. Vielleicht mit dem Shield. Ah, das passt so ein bisschen mit dem Gelb-Orange. Okay. Und die Knuckle. Die sah auf den ersten Blick blöd aus, weil die gar keinen Glow-Effekt hatte gestern. Deswegen habe ich gesagt, die sieht scheiße aus. Aber so finde ich es ganz okay. Vor allem, wenn man in diesem. Also, wenn man die Faust sieht. Ist ganz okay.